Herzlich willkommen, Leute, zu einem Moment. Muss noch mal kurz was machen. So. Ja. Wir kommen zu einem weiteren Part von Kessen 3. Und zwar, das ist schon der Part 18. Und ich finde das relativ gut, dass ich jetzt die Woche. Ich bin zwar wieder in der Schule, aber ich habe morgen. Morgen ist Mittwoch und zwar den habe ich frei. Ja. Mir hätte es natürlich gefreut, wenn wir Freitag frei gehabt hätten, aber. Was soll's. Ich muss halt die Zeit nutzen, um nämlich noch weitere Kessenparts vorzubereiten, mindestens zwei Stück, die dann morgen hochgeladen werden. Moment. Ja, komischerweise hat sich die Lautstärke von meinem Mikrofon ein bisschen runtergestellt. Ich weiß auch nicht wieso. Wir haben in der letzten Folge, was haben wir denn da? Ach ja, wir mussten ja von, wir sind gegen Asakura gezogen und, Asai hat sich, gegen uns mit, Asai verbündet. Und dementsprechend müssen wir halt, gegen die kämpfen halt. X-Stille, haben wir sonst noch was? X-Zweifeln, das lernst du. Hanzo, was hast du? Ich muss jetzt nochmal einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, der hat noch nicht gelernt. Wo ist es denn? Hä? Ach, du hast Stärke. Sammeln ein, okay, du hast gelernt. Was machst du mal Barriere? Damit so viel wie möglich von meinen Truppen was drauf haben. Also ich werde jetzt nicht bei allen machen, aber du machst normal zweifeln. Mit den Husten geht's langsam wieder. Ich bin zwar noch nicht komplett komplett genesen, aber immerhin. Schmähen, komm. Und KJ machen wir noch. Was hast du? Ich muss hier mal schauen, ey. Sturm. Was haben wir frei, was wir dir geben könnten? Fesseln. So. Wir gucken jetzt gleich nochmal nach neuen Truppen. Händler aus Omi. Was haben wir hier? Ah. Okay. Was ist das? Stimmt, wir haben ja auch einige neue Waffen bekommen. Also lasse ich das mal mit den Waffen. Gucken wir nach Truppentypen. Können wir uns welche leisten? Echigo Konoishi. Was haben wir sonst noch? Handbücher. Kriegskunst wäre schon richtig geil. Heilen, sammeln und zweifeln. Das wäre. Oder verwandeln, aber das will ich eigentlich nicht kaufen, weil das nicht. Komet würde sich auch an ganz gut machen. Ich bin gerade wirklich dazu geneigt, es zu kaufen. Komm, wir kaufen es. In der nächsten, können wir wissen, nur normale Kriegspferde, Zubehör. Damit befasse ich mich ja nicht. Wir lassen es erstmal so. Gucken wir nach Waffen, Hanzo. Vielleicht kriegst du ja irgendetwas, was sich ja. Das Samonoshi Uchikatana Speer würde sich auch antun, aber ich möchte ihn erstmal doch lieber das so lassen. Masanori, was kriegst du? Ich hoffe, ich spreche auch hin und wieder nicht so leise. Wenn ja, dann sagt es ganz einfach. Oder schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das auch dementsprechend ändern. Du hast das. Die Katane, nee. Ich versuche ja halbwegs es. Ja, komm, lass mal so. Ja, wir werden erstmal wieder die optionalen Schlachten machen, um ganz einfach ein bisschen zu leveln, bevor wir gegen Asakura Asai Armee ziehen. Vielleicht kriegen wir ja dort. Aua, das war mein Controller. Vielleicht kriegen wir ja dort neue Offiziere, die wir ja rekrutieren können.
Je nachdem, wie ich jetzt, mein Hauptziel ist eben heute ganz einfach erstmal zwei Parts von Kessen aufzunehmen, die morgen natürlich hochgeladen werden. Vielleicht werde ich auch noch zwei weitere Parts aufnehmen vielleicht fürs Wochenende, wenn ich noch zu Alright. Hause bin, weil ich gehe hin und wieder mal zum Kumpel. Und deswegen kann es nämlich sein, dass ich da, ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, achten Sie auf Ihren Rücken, ja, okay, kommt nichts. Es könnte ja sein, dass ich da wieder beim Kumpel bin und mal wieder, ja, eben halt nicht da bin und dann kommt halt auch nichts. Tenkai, Hanbei, Kichu machen wir mit rein. Scheiß drauf. Insetsu. Und hier hauen wir Hanzo, ich gebe dir das. Und. Wir machen mal nur eine Ninja-Einheit. Schadet ja nicht, ein paar Ninjas zu kämpfen. Mitzukämpfen, ja. Da ich heute richtig Bock habe, werde ich wahrscheinlich auch wieder jede Einheit umbringen. Understood. So, lade ich mal zu Ende. Eigentlich habe ich mir auch gedacht, nämlich, nee, nimm's morgen auf, aber das bringt ja nichts. Lieber nutze ich jetzt die Zeit, um schnell aufzunehmen, damit ich. Aha, da kommen sie. Um ganz einfach den morgigen Tag dafür nutze, zwei Videos hochzuladen. Also morgen de werden definitiv zwei Videos kommen. Und zwar habe ich hauptsächlich ja Kessen jetzt wieder mal nicht hochladen können, weil ich auch keine Zeit gefunden habe, es aufnehmen zu können. Und deshalb werde ich jetzt eben halt heute die Parts vorbereiten für morgen. Ich habe aber aus leider noch nicht geschafft, wie gesagt, ich habe keine Zeit zum Aufnehmen gehabt, gerade wegen den Husten. Ich wollte ja meine Aufnahmen nicht versauen und deswegen, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Ich höre mich auch so ein bisschen immer noch so ein bisschen gekratzt, also dass meine Stimme noch etwas kratzig rüberkommt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, woran das liegt, ob das jetzt wirklich an meiner Stimme noch liegt oder ob das ganz einfach nur wieder so eine Fehleinstellung von meinem Mikrofon ist. Ich weiß es nicht, wer sich natürlich auskennt. Bin auch noch Mick. Der kann ja gerne mal in die Kommentare dann schreiben, wie ich es auch besser einstellen kann. Müsste natürlich nicht, aber dann, wie gesagt, wenn ihr mir helft, helfe ich natürlich auch euch. Das ist ja kein Problem und so. Aber wie auch immer. Ich bin, wie gesagt, immer für Verbesserungsvorschläge. Fuck. Für Verbesserungsvorschläge immer offen. Muss auch mal sehen, dass ich jetzt demnächst auch Dings jetzt mal fertig mache. Und zwar Dynasty Warrior 5, weil ich habe das eigentlich so geplant, dass ich das immer für eine Zeit jetzt nur noch auf leicht weiterspiele. Und ganz einfach es schnell zu Ende zu bringen, weil 007 Nightfire habe ich schon zu Ende gebracht, habe es aber noch nicht fertig hochgeladen. Und das erste. Also das zweite Projekt von mir überhaupt, was ich beendet habe, das finde ich sehr schön. Und ich wollte mir auch eine Liste erstellen, aber bin dann komplett durcheinander gekommen. Weil ich nämlich, wie gesagt, ich wollte nämlich die eine Let's Play-Liste, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger erstellen, die und dann so nach der Reihenfolge machen, wie je nachdem wie lange die Spiele. Also die Let's Plays dann dauern werden. Also ich wollte ja auch, eigentlich hätte ich wieder Bock, ein total neues Let's Play zu beginnen. Aber da jetzt noch einige Let's Plays ausstehen, muss ich, wie gesagt, ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich nichts Neues anfange. Natürlich ist es ja mein Kanal, ich kann ja machen, was ich will, aber es sieht dann aber auch nicht schön aus, dass ich da so viele Let's Plays offen habe und dann so viel schleifen lasse. Und deshalb, ja, muss ich halt sehen, das waren halt zu viele Projekte, die ich halt angefangen habe. Gerade noch Dynasty Tactics ist ja auch noch so ein Titel, der ja extrem lange gehen wird.
Ja, wie soll ich sagen? Das ist einfach so. Jeder, der es kennt, weiß, was ich meine. Aber ich denke, wir greifen jetzt erstmal den hier drinnen an. Kann sein, dass das schon der Boss ist, aber wie auch immer. Ist ja egal. Ja, das wird der Boss sein. So. Wir machen dich jetzt kaputt. Ihr scheiß Räuber. Ihr habt es nicht verdient zu leben. Und schon ist die Schlacht gewonnen, oder? Jawohl. Bei den optionalen Schlachten drücke ich das immer weg. Also nicht wundern, Leute, für die, die erst jetzt reinschauen. Na, hätten wir den einen noch umgebracht, da hätten wir nämlich noch mehr bekommen. Chidori-Speere. Okay. Das ist sehr schön. Immer dieses Laden, das muss doch wirklich nicht sein. Na, haben wir noch eine optionale Schlacht? Okay, mal wieder gegen Rebellen. Wie viel Geld haben wir? Nicht gerade viel, also können wir eh nichts machen. Das ist nur gut, dass ich innerhalb von 10 Minuten die Schlacht geschafft habe. Da kann ich jetzt auch noch die nächste Schlacht mit dranhängen. Vielleicht wären es auch wieder drei Schlachten zum Preis von einem Video. Naja, mal sehen. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Ansonsten wird dies halt eben eine längere Folge. Je nachdem, wenn es halt so 30 Minuten Richtung dieser Part geht, dann wird eben halt einen Tag später nur eine Folge davon kommen, weil, wie gesagt, das wird ja dann wieder ewig dauern. Achten Sie auf die Bewegung des Feindes. Mindestens ein Holzzug muss übrig bleiben, aber vielleicht geht noch mehr. Hä? Mal Karten größer machen. Meint er vielleicht, ich soll die hier vielleicht beschützen? Wir werden es mal ausprobieren. Und zwar Nobunaga, bist mal wieder der Boss. Kriegst mal wieder, kriegst eine Bogeneinheit mit. Und Kuroko kriegst du mit. Vielleicht können wir ja Kuroko noch ein bisschen pimpen. Pimp my Kuroko. Wo ist er denn? Hä? Bin bestimmt. Ach, hier ist er doch. Haben wir nicht das. Nee, das kannst du nicht. Das auch nicht. Okay. Ja, haben wir jetzt noch eine Rüstung für dich? Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas haben, was er. Okay, wir haben wahrscheinlich gar nichts. Dienerhelm steigt um 1. Das brauchen wir. Vielleicht haben wir noch was Besseres. Ansonsten kriegt er wirklich so ein Dreizack mit Date. Das kriegst du mal. Vielleicht haben wir noch was Besseres. Nee, das sinkt wieder so viel. Sinkt auch noch mal. Oder? Nee. Flammen mit Date. Das steigt noch mehr. Schurkenhelm steigt noch mehr. Gewissenheitshelm immer noch mehr. Okay. Truppentypen müssen wir nochmal schauen. Verteidigung ist eingeschränkt. Nee, machen wir nicht. Nee. Bronzeschwerter?
Ja, okay, das steigert ordentlich. Haben wir sonst noch was? Sakura, Sperrmönche, nee. Ja, komm, wir lassen das jetzt, sonst wird das wieder wirklich zu lang. Haben noch zwei. Hideyoshi. Und, Yoshinari, komm. Einfach, weil wir es können. Wer zwei, der eine oder andere wird zwar vielleicht sagen, nämlich warum nämlich nicht einer, der höher gelevelt ist, weil der könnte wahrscheinlich noch einen kleinen Schub gebrauchen, aber wenn er kein Level abbekommt, ist ja auch vollkommen wurscht, wie ich es mache. Moment mal, vielleicht können wir ja, das wollte ich ja eigentlich machen, ich Idiot, mal wieder. Vielleicht soll ich, rück erstmal hier hin. Oder, nee, komm, wir sparen uns nämlich einige Ecken anzuschauen. Komm, greif an. Und wir verteilen hier unten. Mal sehen, ob wir es schaffen, nämlich einige Türme zu halten. Sektenanhänger. So nicht, meine Freunde, so nicht hier. Habt ihr Gewehre oder was? Ne, scheinbar nicht. Ah, so. Ihr habt diese Kollegen, diese Bomben-Scheißwerfer, ey. So nicht hier. Ja. Leider habe ich mal wieder kein Thema zum Labern. Aber ich hoffe, dass es für euch okay ist. Ich sollte mich wirklich mal daran bemühen, Themen irgendwie auszudenken oder zu suchen, worüber ich reden kann oder so. Aber es fällt mir halt relativ auch immer etwas schwer, da ich auch kein großer Redner bin oder so, da ich das auch einfach nur aus Spaß mache oder so. Weil es gibt ja wirklich welche, die können das von Anfang an, also ich kann das ja nicht so von Leuten nämlich so groß reden. Ich meine, was geht denn hier? Wurde der Holzturm vernichtet? Naja, egal. Egal. Hä? Wo sind denn die anderen hin? Muss ich dir etwa noch Befehle erteilen? Geh hier hin, Alter. Ich dachte... Hä? Willst du mich verarschen? Sind die jetzt nicht zusammen, ey? Oh, ey, das ist doch zum Kotzen. Das hätte ich eigentlich merken müssen, aber egal. Egal, auch ich mache Fehler. Ihr seid keine Gegner, ey. Ich weiß auch nicht, wie man die am besten einsetzt, diese Einheiten, die die haben, die diese Bomben schmeißen. Weil ich... Man merkt's, aber... Ich bin halbwegs über Berg, das ist schon mal sehr gut, also dass das Husten nicht alle paar Minuten kommt. So. Ich habe, wie gesagt, mit diesen Einheiten nie gespielt, weil ich sie ultra schlecht finde. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der nämlich mit der... Aha, steht noch, okay. Der vielleicht auch dieses Spiel gespielt hat und nämlich... die Einheiten genutzt hat, weil, wie gesagt, ich kann es nur so sagen, wie ich es halt empfinde, weil ich kann mit denen eigentlich nicht umgehen. Und ja, deswegen setze ich sie auch nicht ein, weil ich sie wenig effektiv finde. Ich weiß gar nicht, was nach diesem Kapitel kommt. Ich glaube, dann ziehen wir wieder gegen Kyoto oder so. Ich will jetzt auch nicht vorgreifen oder spoilern oder inwiefern. Wir müssen jetzt
angreifen. Du machst den Turm. Du machst den Turm. Ah, ich wollte doch noch. Mensch. So. Greif ihn an. Ziehen wir uns nochmal zurück. Sollen sie erstmal die anderen Einheiten vielleicht als. Oh, da kriegt das hin, obwohl er nur Level 8 ist. Naja, sind ja halt auch keine schweren Schlachten. Wenn ihr Fragen zum zu einigen Taktiken habt, die wir einsetzen kann, schreibt einfach unter die Kommentare. Ich werde natürlich mein Bestes geben, um euch nämlich Informationen zu liefern. Natürlich könnte ich die auch anzeigen, aber wir werden nicht. Also jedenfalls Nobunaga hätte vielleicht ich sag mal mehr oder weniger weil wir den ja so oft spielen, nämlich die Möglichkeit alle, also so gut wie alle Taktiken zu lernen. Aber je nachdem gibt es auch einige Taktiken, die ich nicht einsetzen werde, da nämlich sowas wie Verwandeln oder Schicksal von Zufall abhängig sind, ob die Taktik funktioniert oder nicht. Na, kriegen wir S? Wegen 4 Punkten, na egal. Sagami-Sperre, okay. Okay, das ist ganz gut aufgestiegen, ein paar. Naja, wenn jetzt noch eine Schlacht drin ist, dann. Also wieder da ist, also dass wir noch eine machen können, dann machen wir die jetzt auch noch in diesem Part. Ansonsten ist der Part vorbei. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, irgendwie arg weiter zu spielen, weil ich muss ja leveln. Und ja, ich werde da versuchen, das so schnell wie möglich zu machen. Naja, noch eine Schlacht und wir können uns noch mal irgendwas leisten. Diesmal geht's gegen Rebellen. Ich habe mir auch mal das mehr oder weniger ein Let's Play angeguckt zu auch sowas ähnliches wie Kessen. Gibt's auf der PS4. Vielleicht werde ich das mal irgendwie verlinken oder so, keine Ahnung. Das habe ich mir mal angeschaut. Es gibt's leider nur für die. Ne, es gibt's auch für PC, aber leider kümmern sie sich um jede Bedrohung danach. Gut, okay. Leider habe ich da ein kleines Problem, da nämlich dieses Spiel. Hä? Ach so. Was machen wir da? Ne, da machen wir hier zwei. Nobunaga ist ja eh der Badass. Insetsu Inaba. Okay, jemand schreibt mir. Wir geben hier mal das Kommando Amalia. KJ. Und Yoshino. Das sind alles Einheiten, die ich nie wirklich genutzt habe. Weil ich habe immer die stärksten reingenommen, egal wie groß die Kondition von denen war. Das war auch dumm von mir, ich weiß. Dafür habe ich auch sehr viel Zeit investiert, um die letzten Schlachten nämlich hinzubekommen, da die extrem schwierig sind. Na, jetzt haben die bestimmt wieder Bogen und nerven mich. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, nämlich, dass dieses Spiel noch nie kein deutscher Let's Play hat, das wundert mich, ehrlich gesagt, weil das ist so ein geiles Spiel und das kann ja der eine Zuschauer von mir, der sich das ja so extrem immer wünscht, weitere Videos zu sehen davon, der kann das ja nur bestätigen und ja, es ist einfach eine richtig geile Perle, die leider untergegangen ist, dass das keiner mehr auf dem Schirm hat, weil ich bin ja
mehr oder weniger großer Tecmo Koi-Fan, aber wenn da Dynasty Warrior 9, das habe ich ja schon irgendwo mal in irgendeinem Video, ich verspreche mich heute mal wieder, in irgendeinem Video nämlich gesagt, wenn Dynasty Warrior 9 keine, zumindest keinen deutschen Untertitel bekommt, werde ich dieses Spiel nicht kaufen, da ich da einfach keinen Sinn mehr sehe, nämlich in eine Firma Geld zu investieren, die nämlich meiner Meinung nach dann extrem faul ist, mal gucken, können wir Schicksal? Ja. Probieren wir es mal. Vielleicht funktioniert es ja. Jawohl. Aber die meiste Zeit bei Schicksal schlägt bei mir immer fehl. So, Nahkampfangriff, komm. Deine Bogen kannst du stecken lassen, erstmal Yoshino. Du kannst nämlich ruhig ein paar Level vertragen. Und ich werde da auch kein Geld mehr in irgendeine Spielfirma investieren, die mehr oder wie soll ich sagen, wie kann man denn sagen, keine Lust oder so? Das kann man ja nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, an wen es liegt oder wen es liegt. Um wen und was es sich ja, ihr wisst schon, was ich halt meine, an wen es halt eben liegt, warum die da halt keine deutschen Untertitel reinmachen. Das ist das gleiche wie bei Persona. Das hat mich auch immer gestört und deswegen werde ich das wahrscheinlich, ich habe zwar Persona 4 für die PS2, werde dann überlegen, ob ich es überhaupt irgendwann mal Let's Playen sollte, da weil bei mir ist halt der Grund, ich kann halt kein Englisch. Ich habe zwar Englisch in der Schule, aber das funktioniert einfach nicht. Einige Sätze kriege ich ja hin, aber ja, also das war's dann aber auch schon. Jetzt solche komplexen Sätze, also das, ja, was heißt die komplexe Sätze? Ihr wisst halt, wie ich es meine. Ich bin halt, Fremdsprachen interessieren mich schon, aber wiederum gibt's da halt ein Problem, dass nämlich, komm, wir setzen mal Blitz ein. Sagen wir bestimmt noch nicht. Dass bei Fremdsprachen das ganz einfach daran liegt, nämlich, dass ich da auch null Motivation habe. Sie interessieren mich, aber ich habe null Motivation, kann man sagen. Ey, das ist einfach zu blöd. Hä? Da ist ja noch jemand. So. Ach, wir können das gar nicht zerstören. Ja, super. Warum sagt mir das keiner? Müssen wir extra drumherum. Ihr verteilt schön weiter das Hauptlager. Ich muss dann unbedingt vor der nächsten Aufnahme noch was trinken, ey, sonst gehe ich kaputt hier. Frost. So kann man halt den Rage nämlich unterbrechen. Aber wir müssen unbedingt Nobunaga einen Ninjutsu beibringen. Sonst sind wir aufgeschmissen. Weil mit Frost alleine wird das nämlich nichts. Natürlich könnte man auch sowas wie Feuerwand oder Wasserwand beibringen. Aber das sind nicht wirklich starke Taktik. Oh, schon geschafft. Das ging ja schnell. Ja, 30 Minuten. Ich werde halt sehen, wie wann ich morgen wach bin. Und dann, sobald ich wach bin, werde ich natürlich gleich den Laptop anschmeißen und hochladen. Saki, Sperre. Das sind alles Einheiten, die ich nicht effektiv nutzen kann, da keiner irgendwie die verwenden kann, ohne dass er Einbuße hat.
So, da bedanke ich mich schon mal beim Zusehen. Lasst einen Daumen da. Positive Kommentar wäre auch sehr schön, wenn ich hier nur wieder mal was zu lesen hätte. Ein Abo wäre auch ganz toll. Würde mich auch freuen, wenn ihr nämlich mich weiterempfehlen würdet. Ja, dann sage ich, hau rein und ciao, Leute.